für einen Platterfreundehaft mit dem ersten Mal den Arnold-Döck-Preis vergibt. Bei einem Internet-Voting mit 5 Kandidaten kriegt Elina Penner in der Nähe von Minden den meisten Stimmen. Die Ostwestfalen mit russlanddeutschem Hintergrund als Bloggerin, Nachtwatcherin und Autorin. In dem nächsten soll ihr erster Roman Nachtbären erschienen. Gewonnen hat sie eine Buchveröffentlichung im Zweiback Verlag. Die Priesträgerin, weil ein Kenia-Buch schrieb, dort selbstverständlich in Deutsch erschienen soll. Der Preis wird im Dezember 2020 vergeben, denn während Corona wie nu ist die Eva Gov in Detmold. Das Plot-Dietsche ist für mich so ja wichtig, wie es dort, dort ist ja unsere Geschichte, dort wird wir noch haben, das ist unser Spruch. Und ich habe so ja, ich sehe, meine Eltern sind so ja bald stierig. Und die reden immer Plot-Dietsch, die haben dort schon, die kennen schon, pardon. Die reden mit mir, mit meinen Kindern, mit meinem hiesigen Mann. Es gibt schon einen Moment, ein Publikum, wo die nicht auf Plot-Dietsch reden. Den Preis jaftet, weil es die plautische Literatur mit Arnold Dick anfängt. Und aus uns klar wird, dass es nur 50 Jahre zurück ist, dass Arnold Dick gestorben ist. Doch wie nur für einen Literatur- oder Kulturpreis entleben Raupe um Menschen auszutäten, die irgendwas mit plautischer Kultur zu tun haben. Und diese Kultur mit diesen beiden Charaktere, das ist Kaup, das ist Buhr, damit fängt das Ganze an. Ungefähr 1930 schreibt Arnold Dick seine erste Kaup- und Buhr-Geschichte und dort trocknet sich dann so mit den Titanen. Okay. Und dort ist dort wird, das passte Wort, das wird nur an plautische Literatur. Ja. Dort wird das Kumwort nächstes Jahr, dort ist heute Nachtbären, dort kommt bei Aufbauverlag. Und dort ist ein absurder Familienroman mit einer mennonitischen Familie, das spielt in Minden. Und die Person, die da die Hauptrolle spielt, ist Nelly Neufeld. Und dort mag ich dann lesen, wo dort mit den Nachtbären zu tun hat. Jakob Heiter ist ein plautischer Freund von uns, er lebt über die Franzose. Und hat uns das Ding hier künstlerisch ausgedacht und gemacht. Das habe ich nur jedes Jahr, wie dort heute der plautische Freund, der Verein, jedes Jahr an Menschen geben, die Applaudit schreiben und wieder als besondere Leistung anerkennen wollen. Der Träger von uns, diesen Arnold-Döck-Preis.